Hallo Freunde und willkommen zu einem kleinen Infovideo. Denn Mittelerde Schatten des Krieges läuft ja momentan erstmal nicht weiter, da ich keine Lust habe, die Schattenkriege alle komplett onscreen zu machen. Ich werde das Spiel jetzt privat weiterspielen, bis ich die halt beendet habe. Das Problem ist, das sind 10 Etappen. Und klar, die erste haben wir onscreen noch gemacht. Die zweite habe ich offscreen mittlerweile auch schon abgeschlossen. Die dritte besteht schon aus drei Belagerungen, die ich machen muss. Und das wird halt auch nicht mehr weniger werden. Ich weiß aber, dass danach nochmal ein Tacken Story kommt. Nicht viel. Eigentlich glaube ich primär nur eine Cutscene. Aber ich muss halt jetzt recht viel grinden, weil ich sowohl meine Uruks auf Vordermann bringen muss, als auch die Festungen. Und das Ganze kostet halt vor allem Geld. Ich kann zwar immer noch ein bisschen Geld dadurch generieren, dass ich einfach mal ein paar Sachen kaputt mache. Aber ob das reichen wird, das weiß ich halt noch nicht. Und deshalb, ich werde jetzt nächste Woche, und lasst mich mal eben kurz mit Dingens gucken. Ja, an dem Mittwoch kam die letzte Folge. Ich werde das Video hier an dem Freitag veröffentlichen. Kleiner Spoiler. Boost. Die Woche und die Woche. Die nächsten beiden Wochen werden ohne Mittelerde ablaufen. In der Zeit versuche ich das Spiel soweit durchzuspielen. Ich werde am Ostersonntag als Bonusvideo eine weitere Folge Mittelerde aufnehmen. Also Mittelerde hochladen. Ich werde auch kein neues Spiel anfangen, weil ich habe aktuell kein Spiel, was ich nur 2 Wochen spielen muss. Und 2 Wochen mit Nebenprojekten überbrücken, habe ich jetzt nun aktuell nicht so die Lust drauf. Deshalb wird aber der 16 Uhr Platz nicht leer bleiben, sondern ich werde einfach die doppelte Menge Darksiders aufnehmen. Und demnach wahrscheinlich sogar vor Ostern mit dem Spiel fertig werden, sodass wir dann nach Ostern mit Darksiders 3 schon anfangen können. Kleiner Hinweis aber auch an der Stelle: Ich fahre am Karfreitag in Urlaub. Deshalb wird die Woche nach Ostern, das ist diese hier vom 22. bis 26., keine Videos kommen. Ich werde gucken, dass ich zumindest Sekiro weiterlaufen lasse. Problem ist auch, ich werde erst am 28. wiederkommen. Das heißt auch entsprechend, in dieser Woche wird es keine Videos geben. Ergo, vom 22. bis zum 3. Mai werde ich keine Videos unter der Woche hochladen. Ich lasse nur Sekiro weiterlaufen. Einfach weil ich da viel zu viel Bock auf dieses Spiel habe, um da zu pausieren. Das wird schon in den Ferien schwer genug für mich. Aber ja, das war eigentlich alles, was ich sagen wollte. Ich werde mal gucken, je nachdem, wenn ich mit Darksiders 2 nicht ganz fertig werde vor Ostern. Vielleicht nehme ich es auch vor Ostern einfach noch komplett auf und lasse es dann sozusagen in der Woche noch auslaufen. Das muss ich mal gucken. Ich hoffe trotzdem, dass ihr ja, mit dem Plan einverstanden seid, beziehungsweise dass ihr versteht, weshalb ich das so durchziehen werde. Und dann sehen wir uns hoffentlich logisch weiterhin zu Sekiro wieder. Und ansonsten ja, nächste Woche ganz normal zu Darksiders. Bis dahin, bis dann. Ciao, Freunde.